bin Daniel von Tablet.de, hier mit Scholl von AppsFactory.de und das ist das Samsung Galaxy Note 10.1.2, also ganz normal, nicht das Note, hier würde sonst der Stift stecken. Und was man sieht, der ganz normale S-Pen des Samsung Galaxy Note, und zwar hier ist das Galaxy Note, ich will mal kurz den S-Pen raus. Der funktioniert hier genauso wie auf dem Galaxy Note 10.1. Das heißt, man kann die Hand auflegen und man kann drauf schreiben. Das heißt, Samsung hat die ganze Zeit verschwiegen, dass hier eigentlich die Wacom-Technologie dahinter steckt und hat das Samsung Galaxy Tab 10.1.2 damit ausgerüstet, aber nie bekannt gegeben. Und man kann damit wunderbar zeichnen, wie auf dem, hier ist nochmal der Stift in einer anderen Halterung. Man kann damit genauso zeichnen wie auf dem Samsung Galaxy Note 10.1. Das ist der Samsung Galaxy Tab 2 10.1 und Rolf von AppsFactory.de mit Daniel von Tablet.de. Vielen Dank fürs Zusehen.